Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Witchery-Tutorial. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr Kreide herstellen könnt. Die brauchen wir dann später, um Rituale in Witchery machen zu können. Und ja, damit würde ich eigentlich direkt mal anfangen. Und zwar brauchen wir ein paar neue Sachen, also beziehungsweise Zutaten, die wir brauchen, um am Ende dann die Kreide craften zu können. Und dafür fangen wir jetzt erstmal an, hier noch eine von diesen Tear of the Goddesses zu machen. Da habe ich ja letztes Mal eigentlich schon gezeigt, wie das geht, aber ich zeige das direkt nochmal. So, einfach Lapis Lazuli und Breath of the Goddess hier oben in die Distillery rein und dann unten Clay Jars, damit die Fumes am Ende auch irgendwo hin können und dann ein bisschen warten. Und während das hier schön destilliert, können wir uns daran machen, unsere Wood Ash ein bisschen zu verbrauchen. Da haben wir ja schon mittlerweile einiges von uns zusammengearbeitet. Und zwar kann man, wenn man das jetzt einfach in einen ganz normalen Crafting Table legt, daraus Quick Lime machen. Und das brauchen wir später dann auch, also mache ich da mal direkt einiges von. Das ist nämlich ein ziemlich wichtiger Bestandteil der Chalk am Ende, also der Kreide. Genau, und dann haben wir hier unsere Sachen, die dann rausgekommen sind. Und die Clay Jars lasse ich erstmal direkt drin. Das können wir nämlich direkt weiter benutzen. Und zwar machen wir, tun wir einmal Foul Fume rein und diese Quick Limes. Und dann warten wir ein bisschen. Könnte ich jetzt schon irgendwas anderes machen, um da... Ich glaube nicht. Naja, gut. Ist nicht schlimm. Es ist nämlich gleich schon fertig. So. Was ihr hier jetzt seht, was rausgekommen ist, ist einmal hier so ein Öl. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Also das kommt erstmal weg. Und Gypsum. Das ist jetzt das Wichtige, was wir brauchen werden, um unsere Chalk zu machen. Und halt ein Slimeball. Die sind immer ganz praktisch eigentlich. So, während das hier das fertig macht, hole ich noch ein bisschen Wood Ash. Das brauchen wir jetzt nämlich nochmal. So. Hier wieder unsere Sachen. Ein bisschen Gypsum. So, und jetzt können wir auch schon anfangen, unsere Kreide herzustellen. Oben Tear of the Goddess, dann zweimal Gypsum. Und dann außenrum die Wood Ash. Also man sieht jetzt schon, man braucht im Verlauf von Witchery schon diese Wood Ashes, die wir am Anfang da bekommen haben oder eigentlich immer noch fortlaufend bekommen. Also es ist schon ganz gut, da einiges von zu haben. Und wir haben jetzt eine Ritual Chalk bekommen. Das ist die Kreide, die in Witchery eben verwendet wird, um Runenzeichen auf dem Boden zu malen. Die braucht man dann später, um... ja, alle möglichen Runenkreise zu machen, um verschiedene Dinge zu beschwören, wie zum Beispiel Dämonen oder ähnliches. Man kann jetzt einfach hier rechtsklicken auf den Boden und da habt ihr jetzt eine schöne kleine Rune. Im Moment brauche ich die hier jetzt erstmal nicht, vor allem weil hier viel zu wenig Platz ist, um wirkliche Kreise damit ziehen zu können. Aber damit ihr mal seht, wie sowas aussieht, ist irgendwie ganz cool. Also man kann es auch einfach als so... Dekoration irgendwo hinmalen und das dann da lassen. Aber ja, also so geht das. Und jetzt würde ich euch noch ganz gerne zeigen, wie ihr dann, ich muss ein bisschen ausmisten erstmal, wie ihr noch eine goldene Chalk machen könnt. Und zwar braucht man die später auch. Damit macht man quasi das mittlere Zeichen in einem solchen Runenkreis, also quasi das besondere Zeichen, was dann irgendwie wahrscheinlich irgendwelche Kräfte hat oder was auch immer. Und ja, die muss man halt eben auch erstmal aus so einer normalen Chalk machen. Und zwar macht man die hier mit unserem kleinen Cauldron. Müsst ihr natürlich erstmal voll mit Wasser gefüllt haben und alles. Dann kommt da rein einmal ein Mandrake Root, ein Gold Nugget und natürlich die Ritual Chalk. Und jetzt macht es Magie. Hoffentlich kommt dann auch das raus, was wir am Ende haben wollen.
Ja, sehr gut. Hier haben wir jetzt eine schöne kleine Golden Chalk. Und damit kann man dann schöne goldene Runen machen. Ah, warum kann ich mich gerade nicht bewegen? Egal. Hier habt ihr jetzt eine schöne goldene Rune, die dann normalerweise eben in die Mitte des Kreises kommt und die dann eure Magie quasi zum Leben erweckt oder so. Ja, eigentlich das wollte ich euch erstmal zeigen, wie und was für welche Runenkreise man machen kann. Zeige ich euch dann beim nächsten Mal. Und vielleicht beschwören wir uns dann auch irgendwas Schönes. Und ja, also könnt ihr ja erstmal eure Gegend voll mit Runen vollstellen. Oder sogar schon mal anfangen, kleine Sachen zu beschwören. Und ja, den Rest oder wie es weitergeht, zeige ich euch dann beim nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß damit und tschüss!